Hallo. Bitte vergesst nicht, nachher eure Handys wieder auf laut zu stellen. Also jetzt bitte leise. Danke. Genau. Hallo, hallo. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Ich wurde ja schon kurz vorgestellt. Ich bin Friederike und ich helfe als Pixelpatin Solo-Mafiosi und Big Bosses zu einer erfolgreichen Business-Webseite mit WordPress. Ihr findet mich unter Pixel-Syndikat. Und der Vortrag geht über die Über-mich-Seite und deswegen möchte ich mich euch mal kurz vorstellen. Ich erzähle euch jetzt was über mich. Also ich weiß gar nicht, wie deutlich oder hoffentlich nicht so deutlich man das alles so sehen kann oder lesen kann. Ihr habt ja mal einen Lebenslauf von mir. Also ich bin im Norden geboren, irgendwann. Über Alter spricht man ja nicht. Ich bin im Süden aufgewachsen und zur Schule gegangen. Ich habe auch total besondere Kenntnisse. Englisch kann ich zum Beispiel und Word. Ja. Und dann habe ich noch ein paar Praktika gemacht, zum Beispiel beim Schreiner. In Bayern heißt das Schreiner und nicht Tischler. Und 98 zum Beispiel war ich Au-pair in Boston. Und meine Hobbys sind Design und handwerkliches Gestalten. Dann hier mein schönes Zeugnis. Staatliche Berufsschule für Schreiner. Also ich habe das erste Lehrjahr für Schreiner gemacht und habe mich dann aber doch noch ein bisschen umentschieden. Das war mir zu langweilig. Und habe dann ein Diplom in Innenarchitektur erhalten. Das war 2007. Und während des Studiums habe ich mich noch weitergebildet, Virtuelle Hochschule Bayern, ganz innovativ war das, und habe die Zertifikate für Webdesign für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Hier habe ich noch ein Zertifikat für Digital Leadership bei den DMW, Digital Media Women übrigens, für alle Ladies hier im Raum, auch ein heißer Tipp von mir, die Digital Media Women ist ein echt cooler Verein. Unbedingt mal auf Facebook reingucken. Und jetzt meine Frage an euch, wie fanden wir das? Langweilig, genau, höre ich schon. Daumen runter. Ja, okay. Also den Auftrag kriege ich wohl nicht, ne? Den Job. Scheiß. Okay, probieren wir das nochmal. Wie man zur Pixelpatin wird. Ich bin davon besessen, Dinge zu ordnen. Das hat schon sehr, sehr früh angefangen und als Kind habe ich immer so die Sachen im Sandkasten geordnet und habe dann auch so kleine Landschaften gebaut. Später als Teen waren es dann die Sachen in der Garage und im Haus, in unserem Haus im Keller habe ich mir so eine kleine Werkstatt eingerichtet und immer Pumuckl dazu gehört, daher wahrscheinlich der Berufswunsch. Und später im Studium, im Innenarchitekturstudium oder auch in der Schule habe ich Informationen geordnet, habe mal so Skripte angefertigt und mir Strukturen überlegt. Und ich habe sogar ein Diplom zum Thema Ordnung geschrieben, also wie der Innenarchitekt zu Hause Ordnung schaffen kann. Und auch während des Studiums und während meiner Diplomarbeit habe ich angefangen, nicht nur Zimmer, sondern virtuelle Räume zu gestalten. Also ich habe mir damals quasi schon mit Webdesign Geld dazu verdient. Und angefangen habe ich in dem Fall, ich habe mir das HTML4-Buch von meinem Bruder, der ist heute auch hier, ist im anderen Raum jetzt, habe ich mir aus dem Regal gemopst und habe angefangen, mir das alles selber beizubringen. Also am Anfang habe ich wirklich so handgeschriebene Seiten gemacht und mir das irgendwie in den Kopf gedrückt, das Wissen. Und deswegen habe ich auch heute echt mega Respekt vor allen da draußen, die versuchen, sich dieses Wissen selber aufzubauen und die so eine Business-Webseite selber erstellen wollen. Hier seht ihr meine zwei größten Helden, ja, Pinky in the Brain und Pippi Langstrumpf. Also Pippi Langstrumpf finde ich natürlich cool, weil sie sich die Welt macht, wie es ihr gefällt. Sie geht also ziemlich mutig und stark an alle ihre Projekte ran. Und Pinky in the Brain, man kann jetzt nicht sagen, dass die das Thema Weltherrschaft jeden Abend so schlau angehen.
Aber was ich richtig gut finde, ist, die geben halt echt nicht auf. Also jeden Abend versuchen sie aufs Neue die Weltherrschaft zu ergreifen und das finde ich eine gute Sache. Und eigentlich ist es quasi bei diesem Werdegang überhaupt gar kein Wunder, dass ich eines Tages beschlossen habe, ein Syndikat zu gründen. Ich hatte also, als ich mich selbstständig gemacht habe, immer überlegt, wie nenne ich mein Business, wie will ich heißen. Und das war so ein typischer Moment, eines Nachts wache ich auf und denke mir so, ich wollte schon immer ein Syndikat gründen und das habe ich dann auch gemacht. Und heute sind einfach meine wichtigsten Tools als Pixelpatin die Lust, Wissen aufzubauen und für meine Kundinnen auf einfache Art aufzubereiten und egal was für einen Sonderwunsch der Kunde hat, dabei niemals aufzugeben, halt eine gute Lösung zu finden und zu bauen. Meine höchste Mission ist es also, mehr Liebe für Websites ins Web zu bringen. Und wenn ich jetzt mal nicht in Sachen Webseiten unterwegs bin, dann könnt ihr mich auch als Sketchnote-Mafiosi sehen. Und genau, das erklärt vielleicht die ganzen Bildchen und meine Anleitung zur Webherrschaft. Da gibt's ganz viele Sketchnotes mit drin, damit man die auch gut versteht. Okay, also wie fanden wir das? War ein bisschen besser. Ah, oh. danke. Okay, genau. Also ich habe irgendwann rausgefunden, oder mir fällt das immer wieder bei Kunden auf, wir alle wünschen uns authentische Inhalte im Netz. Also wir finden es total gut, wenn irgendjemand irgendwie persönliche Sachen teilt, Geschichten erzählt. Aber fast alle meine Kunden, die zu mir kommen, möchten das nicht selber. Also die möchten sich nicht zeigen, man hat irgendwie Angst, sich sichtbar zu machen oder man hat Angst, irgendwie sich zu blamieren oder irgendwas. Und das nenne ich das Über-mich-Seiten-Paradoxon. Wer von euch hat eine Webseite? Eine eigene so? Ja. Wer hat da drauf eine Über-mich-Seite? Ja, ein bisschen weniger. Also ihr habt nicht alle eine Über-mich-Seite. So. Also Lebenslauf, das glaube ich, haben wir jetzt alle gemerkt. Don't do it, auf keinen Fall. Lebensläufe sind einfach schweinelangweilig. Ja, also ich persönlich fand schon den Geschichtsunterricht irgendwie nicht spannend mit den Jahreszahlen auswendig lernen. Hat irgendjemand gesehen und sich gemerkt, wann ich geboren bin? Wann ich Diplom gemacht habe? Keiner? Okay. Also wir sehen, doch, ja. Egal, okay. Also das mit den Jahreszahlen funktioniert sowieso nicht. Und so ein Lebenslauf ist dann auch, erweckt so den Eindruck, dass ich, also man redet ja nur über sich irgendwie. Und das andere, was ihr vielleicht hoffentlich in den zwei unterschiedlichen Vorstellungen gemerkt habt, man kann überhaupt gar nichts über eure Superkräfte herausfinden. Ja? Also was ist eure Motivation? Ich gehe davon aus, dass ihr vielleicht selbstständig dann eben seid, wenn ihr so eine Business-Webseite oder irgendwas habt. Also ich kann überhaupt nicht, mit so einem Lebenslauf kann ich überhaupt nicht verstehen, was ihr besonders geil könnt, ja, worauf ihr besonders Bock habt und ob ich dann eben bei euch an der richtigen Stelle bin. Weil Zahlen immer wichtig ist, also nicht Jahreszahlen, sondern Statistiken, habe ich mal geguckt, was ist denn eigentlich gewünscht? Gab es eine coole, von Chimpify ist der Artikel, coole Marketingstatistiken. Und da stehen, 84% der Menschen erwarten, dass Marken, also Businesses, Inhalte liefern, die unterhaltsam sind, die Geschichten erzählen und vor allem die Lösungen bereitstellen. 73 der B2B-Kunden sagen, dass sie eine personalisierte, eine B2C-ähnliche Kundenerfahrung haben wollen. Und das ist, finde ich, auch sehr logisch. Ich hatte mal eine Kundin, die hat als Ernährungsberaterin einmal Angebote für Privatmenschen und für Unternehmen auf ihrer Webseite aufgelistet. Und ich konnte sie zum Beispiel mit knapper Mühe und Not dazu bringen, ihre B2C-Angebote ein bisschen flauschiger auszuformulieren, ja. Und dann hat sie aber gesagt, aber für das B2B mache ich das nicht. Das sind ja Unternehmen. Da schreibe ich dann nur hin, so eine Stunde kostet das und bäm, fertig. Und dann war ich so ganz perplex und habe mir gedacht, so, ja, okay, wenn du meinst. Und dann habe ich dann nochmal so drüber nachgedacht und habe gedacht, so, hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Was ist denn ein Unternehmen? Das ist doch nicht das Haus. Ja, das Haus liest doch jetzt nicht die Webseite oder ein Roboter oder ein Computer, sondern was passiert wahrscheinlich? Die Assistenz der Geschäftsführung, des Chefs, nehmen wir an, wahrscheinlich weiblich, muss Gesundheitsangebote raussuchen
und die dem Chef vorlegen und sagen, hier, buch das für unsere Belegschaft. So, also sprich, ich muss diese Dame, diese Assistenz davon überzeugen, dass mein Angebot als Ernährungsberaterin total geil ist. Und schon sind wir wieder bei den persönlichen Geschichten oder bei dem B2C-Erlebnis, das die Leute wollen. Und auch bei den B2B-Kunden suchen halt 52% echt erstmal nach der Über-mich-Seite. Und ich finde, auch das ist total logisch. Das machen wir ja alle auch. Also wenn wir irgendwo ein Angebot finden, das uns zusagt, und das vielleicht ein bisschen auch teurer ist, ja, und nicht irgendwie 10 € kostet, da gucken wir doch erstmal, was ist der Mensch, wer ist der Mensch hinter diesen Dienstleistungen oder Produkt? Passt mir das, passt mir die Nase? Finde ich, ist das ein cooler? Hat der vielleicht ähnliche Werte? Also das ist auch, glaube ich, ein Thema, das immer präsenter wird. Ja, also ist der Mensch nachhaltig oder sonst wie unterwegs? Dann guckt man erstmal und dann will man diese Über-mich-Seite sehen. Und wenn man guckt in den irgendwelchen Statistiken, ist so eine Über-mich-Seite eigentlich auch immer unter den Top 5. Also alle, die hier keine Über-mich-Seite haben, ich hoffe, ihr bekommt Lust, nach Hause zu gehen und eine zu bauen. Die ist nämlich sehr wichtig. Genau, und den Originalvortrag habe ich, im März war in Hamburg die Social Media Week, da war das Thema, das Global Motto war Storytelling und da habe ich den Vortrag original für ausgearbeitet und im ersten Moment hatte ich eigentlich echt wirklich nicht so Bock drauf, weil ich dachte so, oh, Storytelling, das ist wieder so eine wilde digitale Marketing-Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ja, also alle sind hier so heiß auf Storytelling, da will ich eigentlich schon gar nicht mitmachen. Und dann habe ich mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt und musste dann leider doch zugeben, dass es irgendwie ganz geil ist. Und warum ist Storytelling irgendwie cool? Weil, also es ist halt, also wir werden natürlich dadurch unterhalten und haben irgendwie Spaß, aber es ist halt nicht nur Unterhaltung. Wir lernen durch die Geschichten anderer etwas über uns selbst. Also man kann, indem jemand eine Geschichte erzählt, können wir uns damit auseinandersetzen und sagen, ich bin auch so oder ich bin nicht so. Und was ich ziemlich richtig cool fand, ist eigentlich, jeder, der sich selbstständig gemacht hat, kann so eine Art Heldenreise hat so eine Heldenreise durchgemacht und kann so eine Heldenstory über sich erzählen. Und das fand ich sehr spannend. Und ich habe euch da mal das total wissenschaftlich aufgezeichnet, wie so eine Heldenreise funktioniert. Also, da ist also der Held, also das seid ihr, oder der Soon-to-be-Held. Und dieser Held ist nicht perfekt, das ist super wichtig. Ja, auch so in Hollywood, die Stories und so, so ein Held hat immer irgendwie so einen Makel. Ja, und das ist total wichtig, dass die, weil die Zuschauer oder so das Gefolge, die müssen den irgendwie, müssen die so einen Anker haben und Sympathien für diesen Helden entwickeln, weil perfekt, das wäre irgendwie total uncool. Also der Held ist nicht perfekt und dem fliegen so die Herzen schon so ein bisschen zu. Und der Held hat einen Schmerz, einen Mangel oder ein Problem, ja. Zum Beispiel, wenn ich Leuten erzähle, dass ich ein Diplom über Ordnung geschrieben habe, dann sagt jeder zu mir, oh, du musst aber ein ordentlicher Mensch sein. Und dann muss ich sagen, nein, ich habe ein Diplom über Ordnung geschrieben, weil ich ein sehr unordentlicher Mensch bin, weil ich da einen Schmerz hatte, ja. Ich brauchte Ordnung in meinem Leben und ich habe mich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Genau, also dann findet so ein Prozess statt. Man entdeckt in dieser Zeit Verbündete, ne, oder macht sich Feinde und man muss so Bewährungsproben überstehen. Am Schluss steht dann die ganz große Prüfung, ja, eine Überwindung oder die Mega-Erkenntnis. Und das Ergebnis ist einfach, dass man sich mega viel Lösungen und Wissen aufgebaut hat. Also ich mache das jetzt seit 10 Jahren, habe angefangen mit den Browser Wars, das habe ich noch mitgemacht. Ich habe am Anfang so im Photoshop die Layouts gemacht und dann unter Schmerzen, ja, in Webseiten übertragen. Und genau, und habe so einen Prozess entwickelt, der ist bei mir Anleitung zur Weltherrschaft. Also man kommt aus dieser Nummer mit so einer persönlichen Reife und vielleicht ein paar Falten raus. Und ganz am Schluss sollte das in Anerkennung münden, zum Beispiel Likes oder Aufträge. Was sind nochmal so die Benefits vom Storytelling? Wie ihr das vielleicht seht, auch bei Sketchnote ist es der gleiche Effekt eigentlich. Es ist einfach eine höhere Merkfähigkeit, die wir durch Geschichten erlangen. Die Leute können sich intensiver mit uns identifizieren. Ups,
Falsche Richtung. Und ich persönlich finde es eigentlich auch, dass wir wesentlich weniger Stress haben, uns zu identifizieren. Also als Beispiel, wenn wir in der Kneipe hocken, locker ein Bierchen trinken mit unseren Freunden und irgendwie einen Schwank, eine Story aus unserem Leben erzählen, der irgendwie zum Thema des Tages passt, dann haben wir damit eigentlich meistens keinen Stress. Ja, das geht so, halala, das geht so, kann man so aus dem Ärmel schütteln. Aber wenn ihr dann vor so einem Personaler sitzt im Interview und der sagt, nun erzählen Sie mal was über sich. Und dann so, das ist ganz schwierig. Also lieber, und dann erzählt man ja nicht so, eher nicht so eine Story, ne? Und ein ganz wichtiger Faktor für mich auch ist, dass man mit weniger Bullshit im Leben zu tun hat. Geil, ist also eine richtig coole Sache. Und zwar habe ich von Margot Leitman das Buch Long Story Short gelesen und da erzählt sie so ein bisschen, das ist also ein Stand-Up-Comedian, die von diesem Stand-Up zu Storytelling gewechselt ist. Und sie sagt halt, dass sie mehr Beziehungen mit Menschen hat, die irgendwie ernsthafter sind, anstatt sich hinter irgendwelchen blödsinnigen Smalltalk zu verstecken. Und vor allem, dass sie mehr Menschen anzieht, die so denken wie sie und mit denen sie halt besser zurechtkommt. Und die ganzen Idioten, sage ich jetzt mal, bleiben weg. Also indem, dass ihr eine Geschichte über euch erzählt und die so authentisch wie möglich über euch erzählt, ist das so eine Selektierung, ne? Also bei mir merke ich eben, dass die Kunden sich bei mir im Internet vorher meine Seite angucken oder auch eben meine Über-mich-Seite und also dann bekomme ich eine Anfrage und dann schreibe ich Angebote und nach Anfrage habe ich 80-90%, dass der Kunde mein Angebot annehmen wird, weil die sich vorher über mich informieren und so ein Angebot dann so eine Formalie ist. Und ich habe gedacht, das ist normal und habe mich mit anderen Selbstständigen ausgetauscht. Und ich glaube, eine Kollegin von mir hat irgendwie 30-40% Quote bei den Angeboten. Also es ist nicht normal und es ist ein super guter Filter, um sicherzustellen, dass sich Kunden für dich interessieren, die auch wirklich mit dir und deiner Art können. Genau, dann noch ein bisschen, wie machen wir das denn inhaltlich irgendwie? Also eine gute Nachricht ist, deine Über-mich-Seite ist gar nicht über dich und die Geschichte ist eigentlich schon geschrieben. Der erste Schritt wäre ein geiler Einstieg, zum Beispiel ein Elevator-Pitch. Ein Elevator-Pitch ist ja so, man denkt sich, man steigt unten in Lift ein, fährt nach oben und hat irgendwie 2 Minuten Zeit, um Steve Jobs irgendwie irgendwas Cooles zu sagen, dass er sagt, hier, ich rufe dich an, meinen Elevator-Pitch seht ihr hier und ihr solltet euch ganz dringend einen eigenen bauen, ungefähr nach diesem Muster könnte man das machen. Ich bin Experte, Fachmännin, Königin. Ich find's ganz geil, wenn man an dieser Stelle irgendwas einbaut, was schon so ein bisschen so lustig ist oder was ungewöhnlich ist. Ich sage also immer, ich bin die Pixelpatin und meistens schmunzeln die Leute dann schon so ein bisschen und das ist etwas, woran man sich etwas einfacher erinnert. Ich habe in der Innenarchitektur habe ich auch Messestände gestaltet. Da muss man zum Beispiel, wenn man, Klo-Keramik verkauft, muss man halt ein riesiges Plüschklo auf den Messestand stellen, weil sonst die Besucher der Messe am Abend nicht mehr wissen, wer du bist. Außer du hast dieses Plüschklo auf diesem Stand, dann gehen die nach Hause und sagen, aber dieses Plüschklo, das war einfach fantastisch. Also ihr müsst da so ein Plüschklo einbauen. Dann solltet ihr sagen, welche Probleme ihr löst, für wen, genau, die Folgendes brauchen und vielleicht zum Beispiel, womit ihr das macht. Also bei mir ist das dann natürlich WordPress. Es gibt noch alternative Einstiege, zum Beispiel was Provokatives, wie ich das mit der zweiten Vorstellung gemacht habe. Ich bin davon besessen, Dinge zu ordnen. Ja. Ihr könnt sowas wie ein Manifest verfassen, zum Beispiel. I have a dream. Ja, ne? Jeder soll für seine Selbstständigkeit eine großartige Webseite haben. Den Elevator-Pitch hatten wir. Man kann eine Frage stellen, davon würde ich mittlerweile fast abraten. Das macht wirklich jeder. Ne? Du brauchst dringend eine Webseite und traust dich nicht an die Technik, bla bla bla. Und was überhaupt nicht geht, was wir nicht machen, ist herzlich willkommen. Ja? Also wenn du gute Texte auf deiner Webseite hast,
die ein willkommenes, ein herzliches Gefühl ausstrahlen, dann muss man das nicht hinschreiben. Das ist nur verschenkter Platz. Als zweites kannst du kurz beschreiben, was man auf deiner Webseite so bekommen kann. Blogartikel, Videos, Newsletter, Facebook, weiß der Geier. Und dann als zweites kannst du deine Heldengeschichte aufschreiben. Und falls ihr ein bisschen Mut braucht an dieser Stelle, wenn ihr euch jetzt zu Hause hinsetzt und sagt, ja, ich will jetzt meine Heldengeschichte, da gibt's eine Übung, Superkräfteübung heißt das, kann man auch gut vor irgendwie Gehaltsverhandlungen machen und so. Das hat eine Forscherin herausgefunden. Man muss sich also in Heldenpose werfen, macht man vielleicht dann am besten auf dem Klo, ungefähr sowas. Und ich glaube, das muss man so 1 bis 2 Minuten machen. Und das ist so eine Fake-it-till-you-make-it-Nummer. Ungelogen, der Körper denkt dann, genau, sehr, sehr schöne Heldenpose, habe ich schon gesehen. Der Körper denkt dann, ihr seid mutig und erfolgreich, auch wenn ihr vielleicht euch zuerst nicht so mutig und erfolgreich gefühlt habt. Das hilft. Und danach am besten die Heldengeschichte schreiben, dann wird das eine mutige und erfolgreiche Heldengeschichte. Genau. Bei dieser Heldengeschichte solltet ihr dann noch ein bisschen aufpassen. Das sollte jetzt natürlich nicht irgendwie die Geschichte von Oma oder sowas erzählen, sondern die Geschichte sollte relatable und relevant sein. Also vorher mal kurz überlegen, was ist denn die Zielgruppe? Und dann überlegen, welche Geschichte dazu passt. Also wenn ich zum Beispiel alleinerziehende Mutter von 2 Kindern bin und ich habe mir irgendwie ein System erarbeitet, wie ich trotz Kinder selbstständig kann und irgendwas total ordentlich oder expertenmäßig auf die Reihe krieg, dann erzähle ich diese Geschichte und das spricht dann andere Single-Muttis mit Kindern an, die auch was auf die Reihe kriegen wollen. Also und da erzähle ich dann nichts über Trennung oder Beziehung, so, ne? Also quasi ein bisschen persönlich werden, aber nicht privat. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ihr solltet was zu eurem Lernprozess erzählen, auch die Hürden, die ihr überwunden habt und vor allem nicht vergessen, Ergebnisse darzustellen. Also nicht irgendwie am Ende hast du eine Webseite mit WordPress, sondern am Ende hast du ein Tool, mit dem du Kundenaufträge bekommst. Also was ist das wahre Ergebnis, das emotionale Ergebnis auch? Und noch ein Zusatz kurz, wenn ihr ein bisschen eine größere Firma habt oder ein Team seid, gerne auf die Seite auch noch was zur Unternehmensgeschichte packen. Das ist ja dann meistens nochmal eine Extra-Geschichte. Manchmal bietet sich das an, was zur Philosophie zu sagen. Und ich persönlich finde, wenn man ein Team hat, dann sollte man das auch vielleicht zeigen auf der Seite. Das hat was mit Wertschätzung zu tun, finde ich. Und wenn man kein Team hat und eigentlich nur eine Einzelperson hat, das ist auch immer eine Riesendiskussion. Meine persönliche Meinung ist immer, man sollte sich nicht irgendwie größer machen und dann irgendwie überall von wir, wir, wir schreiben, wenn man eigentlich nur eine Person ist. Also es gibt ein paar wenige Fälle, wo das vielleicht Sinn macht, aber authentisch und ehrlich, glaube ich, ist besser. Genau, dann Beweise, Beweise, wir brauchen Beweise. Social Proof Leiste ist natürlich auch eine coole Sache, Logos von Firmen. Und natürlich noch besser als nur über sich oder sich herauszustellen ist, wenn man andere, also Kundenreferenzen, etwas über einen sagen lässt. Und hier auch, also es gibt viele Berufe, wo man halt nicht so die Daten so rausgeben kann oder Kunden, die, also zum Beispiel beim Coaching oder so, dann ist das verständlich. Da sollte man sich vielleicht was einfallen lassen mit kleinen Comicfiguren oder irgendwas, aber wenn es geht, halt natürlich da auch Credentials mit Bildname und Link. Genau, und wenn ihr dann, also wenn ihr das so aufgebaut habt, die Seite, dann ist der User hoffentlich schon total heiß, euch kennenzulernen, ja. Es hat schon voll den Crush auf euch, ist halb verliebt. Und an dieser Stelle habt ihr also so viel Energie aufgebaut, dass ihr auf keinen Fall diese Energie verpuffen lassen solltet. Ihr müsst unbedingt einen Call to Action ganz unten auf die Seite einbauen. Das kann zum Beispiel sein Newsletter-Formular, Link zu den Angeboten, Social-Media-Links sind so ein bisschen sehr soft, finde ich, eine animierende Frage und Kontaktaufruf. Ich glaube, in den meisten Fällen ist so der Newsletter, die Newsletter-Liste eine wichtige Sache, dass die aufgebaut wird. Und die würde ich anbieten, damit der Kunde Kontakt zu euch halten kann. Super, super, super wichtig. Ohne Foto geht es gar nicht. Und das wäre so die Stelle, wo ich ein professionelles Foto machen lassen würde.
Also ich bin ein großer Fan von mal eben aus der Hüfte schießen. Diese Bilder von mir mit den Herzchen und dem ganzen Kram habe ich zu Hause mit dem iPad und Selbstauslöser auch gemacht. Das war sehr witzig. Ich hatte sehr viel Spaß. Aber so über mich Seite ist echt nicht schlecht, ne? Wenn man so ein paar Öre investiert. Und dann natürlich technisch kennt ihr euch wahrscheinlich super aus. Richtig benennen, Alt-Tag, komprimieren, nicht so ein 5-Megabyte-Ding hochladen. Genau, und irgendwie sorgt noch dafür, dass ihr irgendwo Kontaktinfos auf die Seite packt. Da gibt's auch also viele, viele Statistiken, dass die Leute sich sofort woanders umsehen, wenn sie keine Kontaktinformationen finden, ohne die groß suchen zu müssen. Ein großes, an dieser Stelle auch nochmal eine Überlegung. Ein großes Mysterium für mich ist, es gibt wahnsinnig viele Restaurant-Webseiten, die keine Adresse auf die Webseite schreiben, außer im Impressum. Ist euch das schon mal aufgefallen? Das ist unglaublich. Ich finde das sehr merkwürdig. Aber gut. Okay, ja, final Warnung. Die Navigation ist im Allgemeinen nicht der Ort für Kreativität. Also in die Story könnt ihr kreative Gedanken packen, aber der Punkt sollte am besten über mich, about us, über uns so heißen, weil das ist das, worauf die User konditioniert sind, das ist das, was sie anklicken. Sowas wie Firmenphilosophie oder Team ist auch nochmal eine gute Sache, aber nennt das Ding über mich. Hier nochmal einfach die Zusammenfassung, also ihr wollt einen richtig geilen Einstieg, ihr wollt in den ersten, ich habe jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern was gesehen, also wegen dem Internet und den vielen Informationen sind wir mittlerweile alle Goldfische, also wir haben eine 9 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne von 9 Sekunden, das heißt, dieser Einstieg, der muss richtig, richtig gut sein. 9 Sekunden habt ihr Zeit, dass der User sich die ganze Webseite durchliest. Ihr erzählt die Heldengeschichten, ihr packt Credentials drauf, ihr habt auf alle Fälle einen Call to Action mit Kontaktinfos und ein professionelles Foto. Die Benefits zusammengefasst, es kommen einfach mehr Lieblingskunden zu euch. Ihr habt weniger Bullshit und mehr Fun und hoffentlich Geld in eurem Leben und müsst hoffentlich nicht so viel über Preise diskutieren. Ansonsten ist das allerletzte nur noch zu sagen, just do it. Also Anfang ist das Wichtigste. Und es gibt ja so diese 90-Stunden-Regel. Also wenn ihr jetzt heute nach Hause geht oder vielleicht morgen ganz gemütlich euch entspannt auf die Couch setzt, überlegt euch doch mal, ob ihr eure erste Über-mich-Seite konzipieren wollt oder an eurer vorhandenen Über-mich-Seite etwas arbeitet. Ich verspreche euch, dass sich die Mühe lohnen wird. Ja, wenn ihr Fragen habt, ich danke ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jetzt gerne Fragen stellen. Und ansonsten könnt ihr Freunde mit mir sein, wenn ihr wollt, zum Beispiel auf Instagram oder mir eine E-Mail schreiben, wenn ihr das möchtet. Dankeschön. Gibt's Fragen? Keine Fragen? Wow. Keine Fragen, das kann ja wohl nicht sein. Friederik, ja. Würdest du von der Über-mich-Seite auch auf andere Seiten auf deiner Seite verlinken oder die nur für sich stehen lassen? Also wenn du zum Beispiel aus deiner Heldengeschichte dann da Beispiele bringst, hast du ja vielleicht auch einen Artikel auf dem Blog oder so, dass du das untereinander verlinkst. Ja, ist eine gute Frage. Ich bin auch mal so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn man zu einem Thema was hat, dass man dann gleich das anbietet, so als Höflichkeit. Hier ist ein Link. Aber mittlerweile bin ich auch, also das hat auch was mit dieser dieser Informationsflut zu tun. Ich möchte ja ganz gerne, also ich will ja auch was mit dieser Über-mich-Seite erreichen. Und das ist wahrscheinlich, dass sich dieser Mensch in mein Newsletter einträgt. Das heißt, ich würde eigentlich das vor dem Newsletter-Sign-up oder vor dem Call-to-Action, der dir wichtig ist, eigentlich fast eher sein lassen. Also wenn, dann höchstens danach nochmal, dass man sagt, übrigens, hier gibt's noch einen Tipp zu dem Thema. Aber ich will eigentlich, dass der User nicht abgelenkt ist und sich dann zum Beispiel unbedingt in mein Newsletter einträgt. Deswegen würde ich es nicht machen.
Ja, danke erstmal für den Vortrag. Du hattest vorhin erzählt, dass du die Social Proofs und die Referenzen auch auf die über mich Seite packen würdest. Warum? Weil bisher hatte ich das, oder sehe ich zumindest immer, dass die eher auf der Startseite weiter unten sind. Würdest du die dann doppelt reinpacken oder? Also man kann, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass jeder User, also weiß ich jetzt nicht, aber dass jeder User über die Startseite kommt oder sich dann alle Inhalte ordentlich durchliest. Und wenn er selbst, also oder wenn er sich alles einmal anguckt, kannst du nicht davon ausgehen, dass jeder alles mitgekriegt hat. Also wir alle sind irgendwie von der Wahrnehmung her ganz unterschiedlich unterwegs. Deswegen finde ich es nicht schlimm, solche Sachen doppelt gemoppelt auf der Webseite zu machen. Und man kann ja andere Referenzen auf die über mich Seite zum Beispiel packen. Aber ich persönlich finde es nicht schlecht, an dieser Stelle zu sagen und guck mal, für diese Firmen habe ich auch gearbeitet. Ich würde das auf alle Fälle doppeln. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst hätte ich noch was, ein Gedanke. Ich habe bei mir auf der Webseite einen Fall, wo ich die Quelle nicht nennen durfte. Da habe ich dann geschrieben, ich sag mal C.B. am so und so vielten Datum in Hannover. Ist vielleicht auch eine Alternative. Ja, genau. Also es gibt viele Berufe, wo man das halt nicht so nennen kann. Und ich würde das entweder so machen oder wenn es irgendwie geht, das noch so ein bisschen zu emotionalisieren und vielleicht irgendwie ein Comicbild oder irgendwas Gezeichnetes dahin, dass man so dann so ersatzweise so einen Avatar hat dafür, dass man da keine echte Person zeigen kann. Dankeschön, Friederike. Gibt's noch Fragen? Ja. Kannst du mir bitte sagen, wo die Call to Action, kannst du ein bisschen was zu sagen? Ich kenne das von Google. Ich kenne es aber nicht auf Homepage. Call to Action. Wo kennst du das her von? Google. Ja, Call to Action. Also viele meiner Kunden machen ihre Webseiten so, dass sie halt ne, so Leistung 1, Leistung 2 über mich und da wird so der Text drauf geklatscht. Und dann ist die Erwartungshaltung so, ja, wenn der Kunde jetzt Lust hat und das toll findet, dann kümmert der sich schon. Und das, was als nächstes passieren müsste, wäre, dass der Kunde Lust hat, sich deine Kontaktdaten rauszusuchen, also irgendwie Eigeninitiative übernimmt, um sich da was zu erarbeiten. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Und deswegen würdest du am Ende eigentlich jedes Blogartikels und jeder Seite so ein bisschen wie, du nimmst den Kunden an die Hand und sagst so, ja komm, wir machen jetzt das hier als nächstes. Also zum Beispiel bei Blogartikeln wäre das so, unten hast du drei Angebote, diese Blogartikel könnten dir auch gefallen. Und wie gesagt, also bei Selbstständigen ist es meistens die Newsletterliste. Dieser Artikel hat dir gefallen. Wenn du dich in mein Newsletter einträgst, dann bekommst du coole Inhalte genau zu dem, was dich interessiert. Also man muss eigentlich, man muss so zuvorkommend sein. Also du kannst nicht erwarten, dass der User sich da irgendwie jetzt reinarbeitet, sondern du bietest ihm was an, was er machen könnte, plus was du willst, was er tut. Weil sonst macht er ja irgendwas. Und du willst aber, der soll genau diese eine Sache machen. Und deswegen macht man eigentlich auf jede Seite einen Call to Action. Du wolltest noch was? Ich renne einfach mal selber. Da kann ich gleich anschließen an die Frage. Es geht auch um den Call to Action. Und zwar ist es wirklich günstig, den erst ganz unten hin zu machen, weil ich kenne so das Sagen, ganz unten vor dem Artikel, da kommt nur noch die engere Familie hin, weil eben Goldfisch und so. Ne? Und dass man den auch vorher einbaut oder auch mehrmals einbaut. Also ich habe jetzt auf meiner Über mich-Seite diese Aufforderung zum Eintragen insgesamt dreimal. Ne? Also einmal nach dem ersten knackigen Ding dann irgendwo in der Mitte und dann nochmal ganz unten für die Familie. Ja, klar. Also find ich auch eine gute Sache. Also muss man vielleicht dann auch mal aufpassen. Also ich persönlich finde es halt super nervig, ne? Also wenn alle 5 Minuten so jetzt treib dich doch ein und dann am schlimmsten noch das Pop-up, was so 2 Sekunden, nachdem ich auf der Seite gelandet bin, aufgeht, so wo ich sag so, nein, ich will mich jetzt erstmal informieren. Das ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wenn man so auf halber Höhe schon mal so ein Call to Action einbaut.
Auf Landingpages, wo man was verkauft, würde ich das, glaube ich, auf alle Fälle machen. So auf so einer Über-mich-Seite würde ich persönlich das ein bisschen dezenter zum Beispiel machen. Dann kann man ja auch vielleicht so einen Textlink reinmachen. Also dass nicht so dieser Lesefluss von so einem fetten Ding irgendwie unterbrochen wird, sondern dass man das ein bisschen dezenter macht und dann ganz am unten nochmal das Riesending irgendwie. Also ja, kann man machen. Haben wir noch Fragen? Sonst würde ich mich ganz herzlich in eurem Namen bei der Friederike bedanken. Applaus, Applaus. Danke.